Wir haben es fast geschafft. Plattformpanik ist das letzte reguläre Level, glaube ich. Dafür haut es auch nochmal ordentlich rein. Denn dieses Level war, soweit ich weiß, scheiße. Also, ich glaube, hier ist auch nochmal ein letztes Mal Donkey Kong meiner Meinung nach besser. Diddy Kong sinnlos hergegeben. Ach man. Ja, siehste, geht doch. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ist übrigens, glaube ich, der 13. Part. Bin mir bei sowas nie sicher, das wisst ihr. Die können wir einfach runterkicken. Und wie ihr wisst, wie ich es im letzten Part gesagt habe, werde ich hoffentlich das Spiel jetzt beenden. Damit habe ich gerechnet. Nö. Hä? Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Okay. Ne. Du tötest mich nicht. Da kann jetzt der größte Fan nicht gegen argumentieren. Das war kompletter Betrug. Ich weiß nicht mehr, welches LP das war, aber das waren Domtendos Worte. In irgendeinem LP. Ich weiß nicht mehr, was es war. Gut. War es irgendein New Super Mario Bros? Nee, niemals. Aber kann es sein, dass sie hier aus dem Level die Schwierigkeit rausgenommen haben? Musste man nicht hier die Fässer werfen? Keine Ahnung, vielleicht kommt das ja noch. Töten wir den Zinger. Ja, das kommt jetzt noch. Der Mist. Wir müssen uns jetzt die Fässer holen. Und damit die Arschlöcher hier... Sorry. Aber... Ich hasse sie halt wirklich. Diese dummen... Ja, wie nenne ich sie? Ach Mann. Um diese Spaten hier halt zu beseitigen. Man hat auch keinen richtigen festen Punkt mehr, ne? Das heißt, Safe Staten geht nicht. Wenn wir sterben, dann sterben wir. Springen. Okay, ich glaube, ich habe es nochmal geschafft, jetzt einzumachen. Ich weiß auch nicht, wie ich hier springen soll. Jetzt habe ich das fast nicht. Ja, und jetzt? Verstehe ich nicht. Wie dieser Sprung möglich sein soll. Okay. Save den Scheiß.
Ich glaube, wir haben es geschafft, oder die Spaten sind, müssten jetzt alle besiegt sein. Klump. Exit. Neckis. Rache. Und wir sind zu blöd. Oder ich bin halt zu blöd. Ach, komm. Und Neckis, also Necki die zweite, ist eigentlich echt härter als der erste. Deswegen hasse ich ihn auch. Aber meistens schaffe ich ihn halt trotzdem First Try. Weil es immer noch der gleiche Loser ist. Und tot. Gut. Galionsplanken. Bim, bim, bim. King K. Rool, das Ende des LPs. Ach man. Ich brauche beide Kongs unbedingt eigentlich. Einfach weil ich es sonst nicht mehr schaffe. Ich weiß nicht. Oh Gott, kommen die hier schnell. Ich weiß nicht, ich versuche es einfach so. Oh, die kommen hier halt mega schnell runter. Also der Endboss hat es hier, denke ich, noch mal mehr drauf als im anderen Game. Aber King K. Rool habe ich eigentlich relativ drauf. Ja. Yep. Das war der Boss. Oder? Ja. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat dieses LP irgendwie gefallen. Mir hat es echt mega Spaß gemacht. Das heißt mega. Mir hat es aber schon Spaß gemacht. Aber warum steht hier das Ende? Warum sind die Credits so komisch? Er ist nicht besiegt. Hä? Jetzt hätte ich das nicht gewusst. Er steht einfach nochmal auf. Hä? Früher ging das doch. Ich muss erstmal drauf springen. Also for real, früher ging das. Dass man sich hier einfach hinstellen konnte. Ach man. Der kommt viel zu schnell. Ich hasse dieses Rumgespringe. Save das. Saven. Saven. Ja, genau wegen sowas. Also ich weiß noch früher, das werde ich auch im SNES LP nochmal erzählen, als da diese Credits kamen beim ersten Mal, habe ich mich so gefreut, den Controller weggelegt. Und dann ist er aufgestanden. Es hat natürlich trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Jetzt seht ihr noch die Credits. Ich wünsche euch noch einen schönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann.
Und wir müssen auch noch mal im letzten Part festhalten, dass der Soundtrack und die Grafik für den Game Boy Color echt mega ist. Thank you for playing Donkey Kong Country. Kannst du in dem Menü ein weiteres Fass auswählen? Was denn? Wie kriege ich das hier jetzt weg? Ich weiß nicht, wie ich hier wegkomme. Na gut, bis zum nächsten Let's Play. Tschüss, bis dann.